So Leute, wir sind immer noch auf so einem kleinen alten Trip. Ixalan, Boosterpackung mit 15 Karten in Deutsch. Gucken wir uns doch mal Ixalan an. Ixalan war dieser Piratenblock, mit dem ich nie viel anfangen konnte. Ich weiß auch gar nicht, ob da gute Karten drin sind, ehrlich gesagt. Naja, wir haben den sicherer Stoß. Zwei Mana Spontanzauber, eine Kreatur kriegt plus 3 plus 0, Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Die Schwachen auslöschen. Okay, drei Mana zerstörende Kreatur mit Stärke 3 oder weniger. Okay. Condisquidor. Conquistador. Okay, Spanisch. Typ der Legion. 302-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, kannst du deine Karten, dein Deck nach einer beliebigen Anzahl an Karten, die so heißen, durchsuchen sie auf die Hand. Hä? Das hatten wir doch neulich schon mal. Hatten wir das nicht im Quad 2020 schon mal? Ich weiß gar nicht, ob ihr das vor oder nach dem Video kommt. Ich nehme die ja in einem Rutsch jetzt auf und dann werden die nacheinander geschnitten. Egal, Spoiler. Ansonsten, what? Wie viele gab es denn davon in der Zeit? Segen der Flussherolde. Zwei Mana Spontanzauber. Ihr legt plus eine plus eins Marke und eine plus eins Marke auf bis zu ein Mehrvolk. Ach, auf eine Kreatur eurer Wahl und auf einen Mehrvolk. Okay. Tiefen der Sehnsucht. Drei Mana Spontanzauber. Ihr bringt eine Kreatur zurück auf die Hand. Und erzeugt einen farblosen Schatzspielstein. Den könnt ihr opfern, um Mana wieder Farbe zu bekommen. Jawohl. Warum man da nicht einfach Gold nehmen konnte, habe ich nicht verstanden. Fünf Mana Spontanzauber. Der feindliche Beschuss fügt einer Kreatur, deinem Spieler, 4 Schaden zu. Okay. Nesträuber. Dinosaurs. 2 Mana, 2, 1, Eile. Dschungeljäger. 2 Mana, 1, 1. Für 1 Mana, 1, 1. Für 4 Mana legt ihr eine plus 1, 2, 1 Mark auf den. Gigantischer Altisaurus. 4 Mana, 1, 7. Fäulnisbrand. 5 Mana zerstörten Land und der Beherrscher verliert 2 Leben. 5 Mana, echt teuer. Blitzeinschlag. 2 Mana, ihr fügt einem Spieler oder einer Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Schauplatz der Verheerung. Die war mal richtig teuer. Tappen für ein farbloses. 2 Mana tappen, opfern. Man zerstört ein Nicht-Standardland, das ein Gegner kontrolliert. Jeder Spieler durchsucht seinen Deck nach einem Standardland und bringt sie ins Spiel. Dann mischen beide Spieler sie ihr Deck. Umherstreifende Raptoren, 302-3 mit Erzürnen. Immer wenn der Schaden zufügt, nee, wenn dem Schaden zugefügt wird, kannst du Bibliothek nach dem Standland gerade so und sie getappt ins Spiel bringen. Okay, nicht schlecht. Und unsere Rare ist Sucherin des Heiligtums. 4 Mana 3, 1 Vampirritter. Immer wenn ein Vampir, den du kontrollierst, angreift, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt, du hältst einen Lebenspunkt. Sumpf, Vampir. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht war. Ja, ich hatte Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.